Ich nehme sehr stark an, dass wir hier wieder Geistern oder sowas begegnen werden. Oh, Holztürfalle. Das ist nicht gut. Okay, hat mich nur paralysiert. Das ist noch okay. Hält ein ganzes Weilchen lang an. Meine Güte. Aber solange die Monster nicht auf die Idee kommen, die Tür zu öffnen, ist alles okay. Ich weiß leider nicht, was da jetzt dahinter ist. Oh man. Oh. Definitiv Geister. Ektoplasma, immer sehr schön. Velof-Schrein. Oh, ich hab schon. Oh, wir haben hier hübsche Tränke. Exklusive Unsichtbarkeit. Rolle der niederen Herrschaft. Humanoide befehligen und. Oh. Ach, nur ein normaler Eisendolch. Okay. Morgengrauen und Dämmerung. 25 Münzen wert. Ich kann leider noch nicht so viel tragen. Ist mir mal hier noch nicht wert. Wuppau, wuppau. Komm. Ich weiß auch nicht, lohnt es sich, dass ich so schnell zuhaue, wie es nur geht? Oder lohnt es sich mehr vielleicht, wenn ich den Schlag erstmal so auflade und dann erst zuhaue? Ich weiß nicht mehr genau, wie das bei Morrowind der Fall war. Was sich hier mehr gelohnt hat. Kleine Kiste mit einer Falle. Schloss 10, das ist okay. Das können wir öffnen. Oh. Chitin. Noch mehr Chitin-Ausrüstung. Aber alles sehr wenig wert. Wisst ihr was? Noch können wir genug tragen. Das Buch nehme ich vielleicht auch gleich mit. So, eine hübsche Kiste. Ah. Was war das? Was ist jetzt passiert? Okay. Ach, war nicht mal was drin. Oh, super. War das eine Falle, die mich geheilt hat? Schaut mal, ich habe wieder volles Mana, obwohl ich vorhin eine Beschwörung gesprochen habe. Hm. Puh, okay. Geschafft. Ah, sehr gut. Ich habe die 2 gedrückt und automatisch wieder Hotkey ausgerüstet. Funktioniert also einwandfrei. Gleich mal danach nochmal speichern. Nein, nicht laden. Ich habe Morrowind immer noch in Erinnerung als sehr unbarmherziges Spiel. Also, das heißt, wenn man irgendwie in einen falschen Bereich reingeht, wo man noch nicht sein sollte, dann ist man wirklich in einem falschen Bereich und dann gibt's auch keine Gnade. Na. Komm. Oh, da sind 2 Kerle. Sind das die Eierdiebe? Vielleicht. Werden wir gleich wissen. Ich nehme nochmal noch ein bisschen Heidekraut hier mit. Oh, hier ist echt viel von dem Zeug. Oh, ich komme nicht über die Felsen. Wer seid ihr denn? Dinok? Nun, ich höre. Findulein. Nein, ihr seid andere Leute. Was ist denn los mit den Eierdieben hier? Wir haben weder Sevilo Ota noch Dainila Valas gesehen. Aber Eier verschwinden nach wie vor. Und die kennen diesen Ort. Für sie ist es einfach, ungeschlichen rein und raus zu schlüpfen. Ungesehen natürlich, nicht ungeschlichen. Könntet ihr euch etwas beeilen? Hast du was Neues zu denen? Keine guten Leute. Können sich überall in der Mine versteckt halten. Okay. Also schon in der Mine wahrscheinlich jetzt. Gut. Dann... Schulk!
Jawohl, dann wollen wir mal da rein. Gespannt, wo die sein werden. Oh, es ist finster. Ich hoffe, ihr könnt noch was sehen, meine Freunde. Eiermine. Eier, wir brauchen Eier. Ach nö, ich dachte, hier gäbe es keine Feinde, wenn die Eiermine doch regelmäßig besucht wird von den Leuten, die da irgendwie... Ach, der war noch gar nicht tot. Boah, Effects, Special Effects. Ich will mal die Eier nicht einsammeln, oder... es konnte ein großes Quamai. Ich will halt die Viecher hier nicht sauer machen, irgendwie. Ist auch gar nicht mal so viel wert. Also ich glaube, ich lasse ihre Ware hier lieber. Du tust mir eigentlich nichts an, ne? Ah, shit. Die können ja lähmen. Hallo. Wow, das hält ja richtig lang. Krass, Mann. Oh, was bist du denn? Quamer Arbeiter. Ich habe irgendwie noch so ganz schwammig in Erinnerung, es gab Quamer Arbeiter und Quamer Krieger. Die Krieger greifen dich an, aber die Arbeiter sind friedlich. Und die Kundschaft, da mögen dich auch nicht besonders. Arbeiter, juckt es nicht, dass ich den Kundschafter getötet habe? Nein, sieht nicht so aus. Okay. Ich traue mich trotzdem nicht so zu lange hier in der Nähe von den Viechern zu sein. Auch ein Arbeiter? Okay. Nix? Okay. Ich versuche ein bisschen vorsichtig zu sein, weil ich möchte nicht, ich möchte nicht angefallen werden von den Typen. Noch ein Arbeiter. Wow, diese Mine ist gar nicht mal so klein. Die Arbeiter müssen wir nicht unbedingt töten. So wichtig sind mir die paar Punkte in den Sperrkampf auch nicht. Nest der Königin, aha. Eiermine Schürflager, hm. Gehen wir mal zuerst in das Nest der Königin. Oh. Ach, du bist noch nicht tot. Jetzt hab ich euch. Oh. Da ist das Ding! Komm schon! Gib ihr! Dummkopf! Yes! Stichangriffe sollst du machen! Puh, okay. Deiner Valas hatte nur gewöhnliche Sachen und eine Spitzhacke des Minenarbeiters. Ah, macht gar nicht mal so viel Schaden, ist auch nicht viel wert. So, jetzt die Frage, sollen wir das Nest der Königin echt noch zu Ende erkunden? Ich traue mich gerade nicht so recht, weil das ist ja das Nest der Königin. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass... Ihr Enver. Oh, da ist der zweite. Ich dachte, der andere wäre an der Schürfstelle. Na? Immer dieser Würfelkampf von Morrowind. Mal triffst du nicht. So, die beiden Kerle gingen aber ganz gut. Kleine Quamer-Eier. Das ist nicht eure Ernte. So. Das waren die beiden.
Und jetzt, da wir die beiden Kämpfe geschafft haben, sogar relativ einfach. Ich meine, natürlich wurde ich verletzt, aber... Vorsichtshalber mal speichern. Ich will nur gucken, was passiert, wenn ich hier zu der... das kommt ja aus ihrem Hintern. Quama-Königin, okay. Die scheint auch friedlich zu sein. Ich möchte denen auch hier gar nicht auf die Pelle rücken, ja. Nur vielleicht so ein... Au, Christ! So, okay, die Königin rastet auch nicht aus, wenn ich einen ihrer Kundschafter töte. Ich möchte nur schauen... Ach, hier komme ich her. Alles klar, das ist ja alles miteinander verbunden. Da hinten, nehme ich an, geht es zur Schürfstelle. Also wären wir früher oder später so oder so zu den beiden hingekommen. Egal, was für einen Weg wir gelaufen wären. Jawohl, Schürfschlager. Aber ich möchte mich noch umschauen. Genau wegen sowas hier. Schaut mal. Treppchen. Nein, sonst nix. Oh. Ich hatte jetzt gehofft, hier eventuell irgendwie eine Kiste zu finden oder so etwas. Irgendetwas, was wir uns an den Nagel reißen können. So, Schürfstelle. Hier waren wir noch gar nicht. Das sollte eigentlich nur so ein Verbindungsgang werden, der uns in den anderen Bereich wieder reinführt. Oh yeah, Sperr schon auf 39, Sucker! Ist das... Nein. Okay. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Oh! Ja, aber durchkommen... Mist, die haben sich aufgehangen. Dammit. Dankeschön. Dankeschön für das Durchlassen. Oh, wer ist das da hinten? Einfach irgendwer von der Schürferstelle? Hallo? Wer bist du? Was sagt ihr? Minenarbeiter, Eierdiebe. Darüber wissen wir nichts. Wir verrichten einfach unsere Arbeit. Okay. Hier so ein paar Schienen. Hier werden die Wagen transportiert wahrscheinlich. Oder die kleinen Loren, mit denen die Eier. Um was geht es denn? Irgendwie... Echt? Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Ah, Kundschafter. Quama Krieger. Der Quama Krieger verteidigt die Tunnel und Kammern der Quama Kolonie. Krieger sind aggressiv und gefährlich. Ja, genau. Und? Was wünscht ihr? Na. Okay. Weil ich hatte jetzt gerade so ein bisschen noch gehofft, dass vielleicht sich irgendjemand bedanken möchte oder so, dafür, dass wir die Typen beseitigt haben. Vielleicht, wenn wir sie ansprechen, hätten wir es denen ja erzählt. Ich meine, so funktioniert es auch mit allen anderen Quests, denen wir hier bisher so begegnet sind. So, Askadia-Inseln, da kommen wir raus. Also bis jetzt war es ja immer so. Immer wenn wir irgendwo eine Quest... abgegeben haben, dann... Wir mussten ja nicht tatsächlich das anklicken, was wir sagen. Sondern... Ne, wisst ihr Bescheid. Sondern man ist automatisch davon ausgegangen, dass der Charakter das gesagt hat. Ihr wollt irgendwie sagen, danke dafür, dass ich euch geholfen habe. Niemand von euch? Ah, seitdem ihr euch um die Eier, die wir gekümmert habt, fehlen euch keine Eier mehr. Ja, das ist aber schön, dass mir als männlicher Charakter keine Eier hier fehlen. Gut, dann gehen wir gleich mal wieder zurück. Die Quests abgeben. Auch wenn ich hier wirklich sehr gerne... Mir fehlt noch diese eine Pflanze. Blüten der Steinblume. Eine Steinblume suchen wir. Wenn wir das noch suchen, uns zusammensuchen, können wir auf jeden Fall wieder zwei Quests abgeben. Ich schau mal, ob ich vielleicht hier so rum und dann da außen rum langlaufen könnte. Eventuell finden wir hier irgendwo die Steinblume. Dann hätten wir gerade wieder zwei Quests auf einen Streich geschafft. Hm.
Bitte lass hier nichts sein, was mich einfach so töten kann. Steinblume. Hier haben wir schon ein paar andere Sachen. Steinblume? Weidenblume. Staubbeutel der Weidenblume. Blüten der Steinblume. Staubbeutel der Weide haben wir auch gebraucht. Also von daher... Von daher passt das. Aber das ist nicht, was ich derzeit noch brauche. Vielleicht kriege ich die Steinblume echt erst an dem See, der mir da empfohlen wurde. Ich suche gerade nach Pflanzen, die ein bisschen anders aussehen. Ja, diese rosanen Dinger, die sind nicht zum Einsammeln, ne? Nope. Vieles davon ist ja auch einfach nur Deko. So, Ratte. Sehr schön. Rattenfleisch lasse ich mal da, das wiegt relativ viel. Was hier ist es? Nee. Sah ein bisschen aus irgendwie wie ein Durchgang im Felsen. Oh, ich habe gar keine Ausdauer mehr. Das ist nicht gut. Müsste eigentlich... Ich weiß nicht, wie gut das hier bei Morrowind funktioniert. Ich glaube nicht. Hier wird man... Ah, das ging noch. Okay. Ach ja, der schöne Sonnenstrahlschein. Sonnenstrahlen, der Sonnenschein. Oh, ich weiß noch, wie ich diese Viecher immer so unglaublich ätzend fand. Komm mal runter. Ach Mist, hier ist eh eine Sackgasse. Ich habe gehofft, dass wir irgendwie außen rum hätten rennen können. Diese Klippenläufer haben vor allem einen immer wieder so oft erschrocken, wenn man irgendwo unterwegs war. Oh, das war der Wahnsinn. Ach. Einziger Nachteil an Morrowind beim Fortschreiten durch Gebiete ist die Geländebewegung. Weil man kann nicht so schön hochspringen wie bei Skyrim oder Oblivion und irgendwelche steilen Hänge zack, zack, zack schnell erklimmen. Es geht leider nicht mehr so einfach. So, eine Steinblume suchen wir. Es wurde empfohlen, dass wir über die Brücke gehen und dann den Weg lang an der Mondfalterfestung vorbeisuchen. Dann würde ich doch sagen, machen wir das gerade. Hier ist die Brücke. Vielleicht finden wir die Steinblume ja auch schon vorher. Ist das die Steinblume? Crashkraut, nein. Bist du irgendwas brauch? Oh, du warst irgend... Crash, nee, auch Crashkraut, bloß ohne Blüte. Wie könnte eine Steinblume aussehen? Ich wollte gerade sagen, da leuchtet mich etwas Besonderes an, aber das ist nur der Busch hier. Können wir... Rohbusch? Aha, Rohbuschblätter. Ich weiß nicht, ob wir die benötigt haben. Das ist ja alles nur dieses Crashkraut. Dann wird gesagt, Richtung Pelagiat, dem Schild folgen, ne? Hier lang. Gehen wir mal hier weiter. Das ist hier die Mondfalterfestung übrigens. Boah, ich laufe gerade mit maximaler Geschwindigkeit, Leute. Das ist so langsam. Aber dann haben wir immerhin so ein bisschen Zeit, uns ein bisschen hier, ne, zu unterhalten. Und über Blumen zu reden, die wir einsammeln sollen. Oh wow. Da ist irgendein Mistvieh. Jetzt bekomme ich Angst. Wäre nämlich doof, wenn wir jetzt eingeheizt bekommen. Hier kann man echt nie wissen. Boah, das normale Gehtempo ist so langsam. Wie weg, Pelagiat? Was hat uns das Questlog denn nochmal gesagt? Balmora im Süden verlassen? Straße nach Pelagiat in Richtung Osten vorbei an der Mondfalterfestung, genau. Über die Moyada Mamai folgen. Foyada.
Ghost Gate. Foyada Mamai, was ist denn? Ist das Ding da oben? Oh Gott. Bitte töte mich nicht, bitte töte mich nicht. Oh Gott! Treffe es endlich! Ach, zwei Schläge für einen Höllenhund. Okay. Ich müsste bald eventuell wieder eine Heilung einwerfen. Je nachdem, was uns hier jetzt noch begegnen wird. Ich habe keine Ahnung, wo diese Foyada Mayada irgendwas ist. Komm, stech das Vieh kaputt. Moment, vielleicht können wir vielleicht auf der Weltkarte? Sieht man da irgendwo einen See oder sowas? Geisterpforte, Ich würde gern wissen, wo diese Foyada ist. Weil das hört sich an wie ein Ort. Ist das Ding da? Na, auch ein Feind, wa?